Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, sag mal, haben wir uns ja im Prinzip den Rest von Beauclair angeguckt. Ja, jetzt lauf auch, verdammt. Haben wir uns ja im Prinzip den Rest von Beauclair angeguckt und haben noch einen Friseur gerettet, haben uns unser super Bild hier abgeholt und jetzt kommt da schon wieder der nächste. Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Und in dieser Folge wollen wir, ja, im Prinzip jetzt, bevor es zu Regis wieder zurückgeht, noch... habe ich ja entschieden, den Rest dieses, ja, südlichen Teils hier fertig machen. Also im Prinzip möchte ich jetzt als erstes hier hinüberfahren, mir dieses, diese Sache hier mal angucken. Dann gibt es hier tatsächlich noch eine Kleinigkeit in der Nähe, die wir natürlich auch noch machen können. Dann segeln wir wieder hier rüber. Das Hortense-Weingut haben wir ja beim letzten Mal schon nebenbei erledigt, aber es gibt ja hier noch drei weitere Sachen. Dann geht's zum Trass, entweder dahin zuerst oder zuerst zum Trastamara-Anwesen. Ich glaube, ich gehe erst hier hin, weil wir da noch einen Auftrag theoretisch haben und da dann endlich mal die Bilder zur guten Safari-Tour angucken können. Dann geht's rüber zum Trastamara-Anwesen, wo wir ganz flott noch die Mitgift von, ja, die Mitgift holen. Und dann gibt's hier in der Ecke noch zwei Schatzsuchen, einmal zur Manticore-Ausrüstung und einmal zur Wolfsschule. Und wenn wir das dann alles abgeschlossen haben, dann geht's auch wieder zurück zum Merche-la-Chaiselonge-Friedhof, wo dann Regis auch hoffentlich die letzte Zutat gefunden hat. Und der Vorteil ist dann, dann sollten wir, wenn wir das hier vielleicht auch noch mitnehmen, im Prinzip alles auf dieser Seite des Sans-Retour erledigt haben. Dann müssen wir beim nächsten Mal im Prinzip nur noch die Seite hier abschließen. Hier sind noch zwei kleine Sachen, wie mir auffällt. Ach stimmt, da war ja eine Hanse, die habe ich komplett vergessen. Gucken wir uns vielleicht mal noch an. Aber dann müssen wir fast im Prinzip nur noch diese Seite erledigen. Gut, ich glaube, hier gibt es theoretisch noch den ein oder andere Sache für das Weingut Castel Ravello und beziehungsweise für die beiden verschiedenen Weingüter. Also hier ist Vermentino, glaube ich, und das andere Weingut noch. Aber ich meine, ist ja alles erstmal nicht so wild. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier an. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich meine, wenn noch was dazukommt oder die paar anderen Sachen, die noch sind, kann man ja auch nochmal nebenbei erledigen. Ich meine, aber dann haben wir so den Großteil dieser Seite abgeschlossen. Und dann, denke ich, ist es auch mal wieder Zeit, dass wir uns dem Bieste von Beauclair widmen. Und ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir uns im Prinzip den Rest von Beauclair tatsächlich angeschaut. Kann natürlich sein, dass ich irgendwo mal was übersehen habe, aber... ich meine, wir sind ja deswegen nicht das letzte Mal jetzt in Beauclair. Wir wollen ja da noch ein bisschen öfter nach Beauclair. Und falls da noch was ist, können wir das natürlich auch noch finden. So, warum ich jetzt hier runterlaufe? Ich möchte natürlich zu diesem Boot, denn wir wollen ja da rüber segeln. Da als erstes zu diesem Gebäude, was echt interessant aussieht. Sieht ein bisschen... ach, man sieht den von hier nicht. Sieht ein bisschen wie der Palast von Beauclair aus, finde ich. Mal sehen. Ja, da sieht man ihn jetzt von der Bauweise her. Bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Hier am Sedelugarde, das ist dann wahrscheinlich der Name dieses Sees. Und ja, dann halt, das heißt, wir segeln jetzt einfach mal rüber. Das da ist nur Gras, oder? Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist nichts zum Mitnehmen. Und gucken mal, diesen Berg dahinter würde ich ja ganz gerne mal... also, na gut, da braucht man aber wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, um diesen Berg dahinter zu besteigen. Ich glaube wahrscheinlich, also es geht natürlich nicht, aber so vom Prinzip her... das wäre eine Klettertour, glaube ich. Da braucht man mehrere Tage für. So, da vorne ist sogar ein Anleger. Da haben wir sogar eine Fischerhütte. Die können wir uns mal noch angucken. Vielleicht gibt es da ja noch was mit Aufträgen. Wer weiß. Mal schauen. Aber legen wir erstmal hier an. Nee, ich glaube, da ist nichts mit Aufträgen. Ich glaube, da ist ein Wasservibe. Wenn ich das richtig sehe, habe ich doch schon ein Wasservibe gesehen, das da hinten rumspringt. Darum kann ich mich ja auch mal ganz flott noch kümmern. Ja, da ist es. Ja gut, dann komm mal her, du blödes Mistvieh. Ich habe hier ein kleines Igni für dich. Wo bist du denn? Da. Daneben. Brenne. Ja, irgendwie nicht so richtig. Uiuiui. Okay, ein bisschen aufpassen. Meine Wasserweiber sind an sich keine große Schwierigkeit. Aber man sollte sie trotzdem nicht unterschätzen. Und zack. Aha. Und da ist auch mein Schwert aufgeladen und das war's dann auch. An sich keine große Sache, wieder ein Mutagen, dass wir theoretisch zu einem kleinen Roten machen könnten. So, die Frage ist, jetzt gibt's hier irgendwas an der Fischerhütte noch? Das ist ja wahrscheinlich so eine Art Fischerhütte. Nee, abgeschlossen.
Keine Ahnung, was das sein soll, ob da jemand hingekotzt hat oder was das genau sein soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal dieses Bauwerk an. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das Amphitheater ist das scheinbar. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Na, wenn Geralt das sagt, dann bin ich gespannt. Oh, und hier gibt es auch noch eine Höhle. Die können wir uns ja dann mal später angucken. Mal jetzt erstmal hier umsehen. Ein versteckter Schatz ist auf jeden Fall hier. Und hier soll was nicht stimmen. Hier liegt auf jeden Fall auch schon mal eine Leiche. Mit Ohren und Floren. Und da, na gut, eine weitere Leiche. Etwas frischer, wenn ich das sagen darf. Hat der vielleicht noch was dabei? Ein Knappenstahlschwert. Interessant. Na gut, parfümiertes Tagebuch, Wein wie Lacroix, keine Ahnung, und eine Flasche. Fragment eines Tagebuchs, das mit Bergamott, Jasmin und Zedernholz parfümiert ist. 29. Blate. Endlich habe ich eine Lösung. Ich werde für die Kaiserliche Schauspielakademie die berühmteste Rolle der Elsa de Longpré spielen. Ihre letzte Vorstellung, bei der sie auf der Bühne starb. Der großartigste Schauspielakt, der je aufgeführt wurde. Dann müssen sie auf mich zukommen. Erster Verein. Diese Rolle ist zu schwierig. Mein Lehrer ist immer noch nicht zufrieden. Vielleicht fehlt mir einfach das Talent. Es ist schwer, gegen Elsas Legende zu bestehen. Fünfter Verein. Ja, jetzt weiß ich, was ich nicht verstanden habe. Ich muss die Rolle fühlen und den gesamten Abend im Amphitheater neu erstehen lassen. Mit Kerzen, Wein und dem Werk. Genau wie einst Elsa. Die Aura des Ortes wird mir helfen. Angeblich hat Elsa fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Die Leute sagen, im Amphitheater spuke es. Und das sei der Grund, dass dort keine Stücke mehr aufgeführt werden. Offenbar sind alle, die Elsas Szenen in diesem Amphitheater aufgeführt haben, unter mysteriösen Umständen gestorben. Altweibergewäsch. Selbst wenn es dort spukt, glaube ich, dass Elsas Geist mir seinen Segen gibt. Siebter Verein. Heute Abend geht es los. Ich habe Kerzen vorbereitet und zwei Flaschen von dem Wein erworben, den Elsa vor ihrem Tode trank. Nun werde ich proben und proben, bis ich endlich glaube und spüre, dass ich Elsa bin. Fragment eines Skripts mit Unterstreichung in roter Tinte. Nun stirbt der Tag, er bricht in sich zusammen, genau wie meine Seele. Nun wird Dunkelheit mich verschlingen, wie erstickende Dämpfe, nein. Jetzt bin ich endlich bereit, die Erinnerung an Geister in meinem Herzen neu erstehen zu lassen. Ich werde die Kerzen anzünden. Die erste möge für den Jungen flackern, ein Kind noch, der auf dem Schlachtfeld des Mittags erschlagen wurde und ohne eine Silbe starb. Die zweite soll leuchten für jenen, der mir ein Juwel aus dem Brunnen holen wollte und die Oberfläche nie wieder durchbrach. Die dritte Flamme brenne für den Gemahl, schön wie eine Statue, kalt wie Stein, der mich verließ und in Dunkelheit verschwand. Anonym starb er, in den Wäldern verging er. Die vierte scheint für jenen, der so herrlich liebte und in seinem eigenen Feuer verbrannte. Und die fünfte werfe ihr Licht auf dich, mein Geliebter, mein treuer Gefährte, mein glückloser Gatte. Verzerrt durch Krankheit, du ruhst im flachsten Grab von allen. Nun brennen sie alle, so wunderbar, so weiß. Männer, Knaben, Gatten, mein, alle mein, ich liebe euch bis zum Letzten. Nun seht den Wein, ich trinke ihn und heilige damit euer Andenken. Der letzte Teil hier scheint wahrscheinlich dann die Schauspielrolle gewesen zu sein von Elsa. Das Mädchen hat offenbar die markierte Szene nachgespielt und ist gestorben. Oder wurde sie getötet? Möchte wissen, was passiert, wenn ich die Szene nachspiele. Also laut dem Tagebuch ist das keine gute Idee, Geralt, aber wir können es ja probieren. Ich muss ihre Spuren zurückverfolgen und dann die Kerzen in derselben Reihenfolge anzünden wie sie. Okay, hier enden die Spuren, das heißt, wir müssen erstmal den Anfang finden. Ich weiß natürlich nicht, ob Geralt jetzt, wenn er die Szene von Elsa nachspielt, ich meine, er ist ja nun keine typische Elsa, wenn man das so sagen darf, aber okay. Okay, hier hat sie begonnen, scheinbar. Die erste Kerze angezündet für den Jungen, der im Kriege starb. Ich habe mir leider nicht alle gemerkt. Ich weiß, die letzte Kerze war, glaube ich, für den... Also die letzte, die wir anzünden, ist auf jeden Fall für den Geliebten. Dann war eine für den Mann, der sie verließ. Das war aber, glaube ich, erst die dritte. Ich weiß nicht mehr, was die zweite war, aber nun gut, wir haben es ja gerade gelesen. Die dritte war, glaube ich, für den Mann, der sie verließ. Und in Einsamkeit starb.
Vierte weiß ich leider auch nicht mehr, aber die fünfte müsste dann für den Geliebten sein, der an einer Krankheit starb. So. Zack, da drüben habe ich gerade was gesehen. Gucken wir uns gleich an. Jetzt ein Gläschen. So, und jetzt noch den Wein. Nun denn, ist wahrscheinlich unter Questgegenstände, oder? Ist er das? Wein wie Lakrak, alles klar. Dann rein damit. Und schauen wir mal, was passiert. Man hört die Jubelrufe des Publikums. Und, oh, eine Erscheinung. Das Phantom des Amphitheaters. Boah, muss es echt sein, dass ich jetzt hier auch noch betrunken bin? Das war doch nur ein kleiner Wein, Geralt, nun übertreib's mal nicht. Ah, ganz ruhig, meine Güte. Ah, gut. Dafür lässt der Alkohol auch relativ schnell wieder nach. Schön. Ach, geil. Mein Arondite ist aufgeladen. Ach, das ist wieder so eine. Na, geil. Die anfängt, irgendwelche Skelette zu beschwören. Vielleicht erstmal aber nur ein Skelett. Das ist nicht so schwer. Sehr schön, das wäre tot. Ah, jetzt hat sie mich zwischendurch getroffen. Und dadurch ist mein Arondite wieder abgeschwächt. Aber gut, das kann ich ja wieder aufladen. Daneben, die ist echt schnell, die Gute. Echt nicht langsam. Mist. So, das war's. Wieder gerade, wenn es aufgeladen war. Oh, und die Jubelrufe. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was wir hier noch finden jetzt. Eine verzierte Halskette mit schlüsselförmigem Anhänger. Der Anhänger ist ein Schlüssel. Vielleicht gibt es hier eine verschlossene Kammer. Ich habe doch gerade hier irgendwo eine gesehen. War das hier? Ja, vielleicht passt der da direkt. Sehr schön. Was haben wir denn da? Morana Runenstein, ein staubiges Tagebuch. Und alle möglichen anderen Sachen noch. Gucken wir mal, was das staubige Tagebuch uns zu erzählen hat. Das Tagebuch ist so alt, dass es auseinanderfällt. Es sind nur noch wenige Einträge leserlich. 16. Tag des Monats Lammers im Jahr 1178. Wir haben nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Angeblich werden sogar Herzog Roger und sein Liebling, die Gräfin de Stechère, anwesend sein. Ich hoffe, das spricht man so aus. Diese Rolle wird mein Meisterstück. Ich habe kein Lampenfieber. Ich sehe meinem Auftritt gelassen entgegen. Doch sie versetzt mich in Panik, Annika. Sie wird weinrot vor Eifersucht, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Ist es meine Schuld, dass eine Provinzschauspielerin, Elfin auch, noch weniger talentiert ist als ich? Erwartet sie wirklich? Unleserlicher Abschnitt. 24. Tag des Monats Lammers. Ihr Hass ist beinahe mit Händen zu greifen. Ich habe solche Angst. Ich habe mit dem Spielleiter darüber gesprochen. Doch ich glaube, er nimmt mich nicht ernst. Er hat zu viel mit der Premiere zu tun. 29. Tag des Monats Lammers. Annika hat in meinen Sachen herumgeschnüffelt. Sie hat dieses Tagebuch gelesen. Ich habe sie auf frischer Tat in meinem Zimmer ertappt. Und wie fürchterlich ich reagiert habe. Zuerst bin ich natürlich explodiert und habe sie angeschrien. Doch ein einziger Blick von ihr ließ mich gefrieren. Ich muss meine wertvollsten und wichtigsten Sachen im Amphitheater verstecken. Ich werde den Schlüssel nun immerzu bei mir tragen, an einer Kette vom Juwelier. Der Rest der Seite ist zerfallen. 33. Tag des Monats Lammers. Es wird immer schlimmer. Ich fürchte, sie will mich umbringen. Ich fühle ein Jucken im Rücken, das Omen eines Dolches. Und dieses Jucken in der Kehle. Ist sie das auch? Will sie mich vergiften? Wie theatralisch von ihr. Götter, ich schwöre, wenn diese abscheuliche Person mir etwas zuleide tut, verwandle ich das Amphitheater in die Hölle auf Erden. Na, das erklärt, was es damit auf sich hat. Das war wahrscheinlich dann das Tagebuch der guten Elsa. Die gute Elsa sollte hier das Stück aufführen und bei der Premiere wurde sie vergiftet und ist dementsprechend, wie wir ja in dem anderen Tagebuch gelesen haben, beim Aufführen eben dieser Rolle gestorben. Und im Prinzip, um zu verhindern, dass, ja, die Annika, die sie umgebracht hat, nicht am Ende die Rolle für sie übernimmt, tötet sie jetzt jeden, der diese Rolle versucht nachzuspielen, um eben auch Annika zu treffen. Und wahrscheinlich hat sie ihre Rivalin Annika dann so auch getroffen. Gut, ich will mal ganz kurz noch in der Höhle gucken, was wir da noch finden. Interessante Geschichte des Amphitheaters. Auf jeden Fall kann man da jetzt wieder was aufführen. Huch. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Na, sieh mal einer an. Da hat jemand eine Illusion erschaffen. Jetzt bin ich ja gespannt. Hier unterm Amphitheater.
Na, sonderlich groß ist die Höhle nicht, oder? Ein Bernstein. Kann man das Ding da zerstören irgendwie? Nee. War es echt alles? Sieht so aus. Na gut, okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir diese Sache auch geklärt. Dann geht es jetzt auf hier dahin, wo hier noch was sein soll. Also hier soll ja ganz in der Nähe noch was zu finden sein, was wir erledigen können. Das machen wir natürlich gerne. Ich meine, wir werden für jede Kleinigkeit bezahlt, die wir quasi, wo wir unsere Ritterlichkeit zeigen. Interessante Geschichte auf jeden Fall, dieses Amphitheaters. Aber gut, sei das nun auch geklärt. Sehr schön. So, dann auf geht's. Hier ist ja nicht mal ein Weg, verdammt. Der Weg führte wahrscheinlich nur bis zum Amphitheater. Dann halt querfeldein, was soll's. Und dann gucken wir mal, was wir da erledigen können. Ritterlichkeit hat ja meist mit einer Art... Obwohl, das kann auch sein, dass man... mit einer Art Banditen zu tun, wollte ich sagen. Ritter in Not. Oh, guck mal einer an. Falsches Schwert, das da brauche ich. So, kommt mal her, Freunde. Hier. Zack. So, ich muss verhindern, dass der Ritter stirbt. Hier, fresst mal eine Art. Eisart. So, zack, Nummer 1. Ist noch nicht tot. Aber der Ritter kann auch einen töten. Sehr schön. Dann kriegst du jetzt wieder das Axi. Und das war's. Danke, mein Freund, dass du mir den ritterlichen Hintern gerettet hast. Bitte, bitte, kein Problem. Alter, haben die Essen dabei nicht schlecht. Das gefällt mir. Da geht mir das Essen nie aus, wenn ich die ausnehme, die Banditen hier. Ratatouille sogar. Befehle auf schmutzigem Pergament. Männer, da treibt sich ein Ritter auf unserem Land herum. Schlimm genug, dass Quail und seine Nilfgaarder und uns seine Nilfgaarder auf den Hals gehetzt hat. Jetzt müssen wir auch noch mit diesem Trottel fertig werden. Aber übertreibt es nicht. Keine Schändung, Fehlung, Blendungen und so weiter. Einfache Rübe runter und weg. Graubiel Pellegrin. Sollten die den schänden oder was? Oder schänden die normalerweise die Ritter hier? Was haben wir denn hier noch so? Oh, guck mal, ein bisschen Kupfererz und so ein Zeug. Nimmt man ja ganz gerne mit. Es ist nur recht und billig, Hexer. Ist das hier dein Lager eigentlich? Klaue ich dir jetzt quasi gerade dein Essen? Ach komm, das ist quasi meine Belohnung dafür, dass ich dir geholfen habe. Und hier, das Schöne ist, hier ist direkt auch noch ein Bötchen. Und damit geht es jetzt wieder auf in Richtung Osten. Quasi hier einmal wieder rüber und dann hier im Süden noch weiter schauen. Dann würde ich sagen, auf ins Boot. Da haben wir leider keine Ritteraufträge mehr da drüben. Die meisten scheinen echt auf der anderen Seite des Saint-Retour zu sein. Aber nun gut, ist ja auch nicht so wild. Können wir irgendwann noch erledigen. Das sind ja in der Regel eh meist so kleine Sachen. Deswegen erwarte ich da ehrlich gesagt jetzt nicht, dass das zu lange dauern wird. Oh, wartet mal. Was sehen meine Augen denn da? Ist das... Lass mich mal... Warte mal. Ich sehe da so einen Stein. Und dieser Stein sieht verdächtig nach einem Ort der Macht aus. Ich hoffe, ich komme hier raus. So wie Orte der Macht normalerweise aussehen. Ja, das ist auf jeden Fall einer. Sehr hübsch. Nehme ich gerne mit. Ein Ort der Macht. Für das Art. Ein Ort der Macht. Sehr schön, dann ist mein Eisart noch stärker. Das ist ja so schon nicht stark genug. Und ich glaube, jetzt müssten wir wieder 2 Punkte haben. Das heißt, theoretisch können wir uns jetzt in die Sache machen. Ich könnte natürlich auch erstmal das mitnehmen, ne? Aber da brauche ich 5 Fertigkeitenpunkte für Alter. Magische, einzigartige und Hexerschwerter. Erhöht sich das durch Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Das Ding ist bloß, ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten meiner Zeichen machen ja gar keinen Schaden. Also Quen ist ein Schutzzauber, Irden fängt. Ich weiß, dass es Quen und Irden auch in einer Form gibt, dass die Schaden machen können. Igni macht Schaden. Art, ich weiß nicht, ob Art in der normalen Form oder nur in der Eisform Schaden machen kann. Und was gibt's noch? Was war das letzte Axi? Das sind ja alles keine großen Schadenssachen eigentlich. Ich weiß, manche kann man halt wirklich darauf skillen. Also so wirklich lohnt sich das, glaube ich, gar nicht, die Regenten der Magie. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier hin. Dann können wir vielleicht noch Adrenalinrausch irgendwann nehmen und vielleicht zweites Leben. Ich weiß nicht, ob ich zweites Leben und Adrenalinrausch dann wirklich nehme. Aber wir können ja ein bisschen erforschen, weil jede Erforschung von Mutagen bewirkt ja auch, dass wir weitere Skillplätze freischalten. Und so ein paar Skills habe ich ja eh noch übrig. Die können wir dann zumindest da reinsetzen, dann müssen die nicht irgendwo sinnlos vergammeln, ne? Dann würde ich sagen, wir haben eh 2 große Mutagene. Schwertangriffe, 25 mehr Schaden. Frage ist jetzt natürlich, ich glaube beim nächsten
kriegen wir in weiteren Fertigkeiten Platz. Und ich glaube, wenn wir nämlich jetzt Kampf erforschen, dann kriegen wir nämlich auch einen roten Fertigkeitsplatz. Die Frage ist jetzt natürlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, will ich das haben? Das lohnt halt an menschlichen Gegnern und an Monstern. 25% mehr Schwertschaden im Prinzip gegen Monster und gegen Gegner, gegen menschliche Gegner, die man nicht kontern kann. Ach, wisst ihr was? Nehmen wir das mal. Wir gucken mal. Ach so. Wenn ich das Ding aktiviere, habe ich dann auch automatisch einen roten Platz frei. Und nicht mehr den blauen. Dann ist es wahrscheinlich so, hier, das da oben ist dann wahrscheinlich eine Kombination aus Blau und Rot. Genau, da hätte ich beide theoretisch frei. Also hätte ich einen roten und einen blauen jeweils frei. Ach komm, wir nehmen es einfach mal. An sich, muss ich ehrlich sagen, bin ich zwar eher noch fürs Eisart, aber wir können ja mal ganz kurz das nehmen. Wir können ja ein bisschen wechseln. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nur eins aktivieren kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nicht mehrere. Ich meine, das Art ist ja auch so eigentlich recht stark. Habe ich ja mal wieder gemerkt. Vielleicht benutze ich es einfach mal wieder ein bisschen öfter. Ja, wir können ja mal wechseln. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie sich eine Möglichkeit schaffen kann, mehrere von den Dingern freizuschalten, weil da sind wirklich ein paar coole dabei. Ist ein bisschen schade, aber nun gut, was soll's. So, da drüben wahrscheinlich können wir anlegen, wo dieses Boot schon steht. Vermute ich mal ganz stark. Oh, da ist ein Karren. Karren heißt meist, dass da auch Leute sind. Die Frage ist, sind es Leute, die uns wohlgesonnen sind? Sind es tote Leute oder sind es Leute, die uns nicht so wohlgesonnen sind? Und ein bewachter Schatz. Das sieht so aus, als wären es Banditen. Ja, das sind Banditen. Sehr schön. Beziehungsweise nicht so schön. So, dann kommt mal her, Freunde. Mich knackst du nicht so einfach. Die Frage ist, ein Bogenschütze dabei? Ja, einer ist da. Ah, der hat schon direkt die Waffe gezogen. So, ich kann aber trotzdem eine Art benutzen, Freunde. Sehr schön. Haha, ich habe gerade gekontert. Den Pfeilschuss. Sehr schön. Zack. Und bam. Ja, das Art ist auch so gut. Alter. Was macht der denn? Okay. Ach, der ist ertrunken, oder was? Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass das passiert. Alter, hör auf mit dem Müll. Er ist ertrunken. Sehr schön. So, dann kriegst du das Axi ab. Ja gut, ich meine, wenn er Art abkriegt, ne? Interessant. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass das so funktioniert. Aber okay. Kopf ab. Die waren relativ alter. Alter, wie viel Essen die immer dabei haben. Das ist krass. Da kann man echt ordentlich was mitnehmen. Färbemittel für gelbe Rüstung. Interessant. Baguette mit Fischpartie. Also hier kann man echt nicht mehr, hat man am Ende echt keine Probleme mehr mit Essen, glaube ich. Wenn man hier so ein paar Banditen mitnimmt. Oh, Nilfgaarder haben sie hier getötet, wie es aussieht. Wow, da ist einiges dabei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, komm, nehmen wir es mal mit. Arnold Eppblums Tagebuch. Das Tagebuch ist mit getrocknetem Blut bedeckt. Nur von den letzten Einträgen sind einige leserlich. Ich glaube nicht an Zufälle. Das wäre ein Luxus, den sich der Kommandant der kaiserlichen Botschaftswache nicht erlauben kann. Die Karawane mit dem Wein für den Kaiserhof wurde im Herzogtum überfallen und ausgeraubt. Schon die Weinfässer selbst sind eine Kostbarkeit, doch außerdem reiste der Untersekretär mit, der für die Rückgabe der übrigen operativen Ressourcen der Botschaft verantwortlich war. Mit anderen Worten, die Florin, die dafür vorgesehen war, politisch für guten Willen zu sorgen, kehren nicht in die Schatzkammer des Kaiserreichs zurück, sondern sind jetzt in den Händen von Banditen. Wie konnte ich einen so wichtigen Transport nur ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen lassen? Das wird in der Hauptstadt nicht gut ankommen. Und der Gipfel ist, dass diese impertinierten Landeier von der Herzogswache die Frechheit besaßen, anzudeuten, dass jemand in der Botschaft die Banditen über Zeitpunkt und Route des Transports informiert haben muss. Ich würde eher erwarten, dass es jemand von der Wache war. Andererseits vielleicht auch nicht. Diese Idioten finden doch ihren eigenen Hintern nicht mal dann, wenn sie eine Karte haben. Die Lösung liegt auf der Hand. Ich werde die nächste Karawane persönlich bis hinter die Grenzen von Toussaint eskortieren. Und der Rest ist unleserlich. Naja, es waren scheinbar wohl doch nur Banditen, ne? Die sich hier am Wein vergriffen. So, und dann würde ich sagen, Plötze. Wo bist du? Hier oben? Wird es jetzt Zeit, sich ein bisschen hier umzusehen? Los, so, los. Als erstes machen wir so, dass wir in Richtung Hortense-Weingut wieder gehen. Da, genau. Und dann müssen wir in Richtung Süden. Es wird auch schon wieder langsam dunkel. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum Ende des Tages dann in der Siedlung anzukommen.
wo dann auch die Ausstellung der Bilder ist. So, hier ist das Hortense-Weingut, hier waren wir ja schon. Und jetzt will ich von hier im Prinzip in Richtung Süden. Es muss hier einen Weg auf jeden Fall in Richtung Süden geben. So viel weiß ich. Oh, eine verlassene Stätte. Und da läuft schon irgendwas rum. Das muss ich dann wahrscheinlich töten. Was bist du denn? Ein Schleimling. Sieht mir nach einem Drakonid aus, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich vielleicht das Drakonidenöl nehmen sollen. Na gut, dann komm mal her. Ich krieg die Armbrust hier. Mach die Armbrust schon mal bereit für dich. Lande vor meinen Füßen. Und zack, zack. Ich meine, wir machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Durch unseren neuen Skill. Durch unsere neue Mutation. Wow, ganz ruhig, Freundchen. Oh, ist das Feuer? Jetzt sag bloß, du kannst Feuer spucken, mein Freund. Sag bloß, du bist ein Drakonide, der wirklich Feuer spucken kann. Das wäre ja mal was hier. So, Quen ganz kurz. Wenn der eh hier die ganze Zeit Bock hat, rumzurennen. Ja, ich glaube, der kann Feuer spucken. Au, das tat weh. Und zack, zack. Komm schon. Stirb einfach. Also. Das wäre der. War's das ansonsten? Ich glaube, mehr ist hier tatsächlich nicht. Achso, und dann müssen wir jetzt natürlich wieder warten, bis die Leute zurückkehren. Dann kommt mal wieder her, Freunde. Dann ist es jetzt, glaube ich, aber auch wenigstens nicht mehr Nachmittag. Das heißt, wir haben nicht mehr so lange bis... Oder wir haben wieder ein bisschen länger, bis es dunkel wird. So, sind die Leute wieder da? Ja, okay, gut. Hat man gar nicht gesehen. Und ich frage mich, gibt es hier wieder eine Notiz? Ja, Brief mit Castel Ravellos Siegel. Okay. Liebster Vetter, aufgrund dessen, was ich aus deinem letzten Brief entnehmen konnte, sind die Gerüchte über Belgards schwierigen Zustand nicht übertrieben. Meiner Meinung nach sollst du nicht auf den neuen Eigentümer warten. Der Vorgang für die Übertragung eines so wichtigen Weinguts wird Monate dauern und in der Zwischenzeit verfällt das Anwesen. Du hast geschrieben, dass du alle Wachen des Anwesens entlassen musstest. Wer wird dich also vor den wilden Tieren schützen? Du weißt genau, wie viele sich in ihnen von ihnen im Caroberta-Wald herumtreiben. Sie können dich jederzeit angreifen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe schon mit Meister Fabrizio gesprochen. Und er denkt, dass so ein fähiger Verwalter wie du hier schnell Arbeit finden wird. Hör also auf, den Helden zu spielen und komm zu mir. In Erwartung deiner hoffentlich baldigen Ankunft, deine dich liebende Base Emil Castel Ravello. Naja gut, der wird wohl leider nicht zurückkehren. So, ich ziehe mir mal einen Pilz rein. Und die Frage ist, wo ist der tote Schleimling? Den würde ich natürlich ganz gerne noch ausnehmen. Was hat er denn so dabei? Drachenschuppen. Und eine große Igni-Glyphe. Alter, nicht schlecht. Große Glyphen kann man immer gebrauchen. So, aber ich wollte ja eigentlich hier in Richtung Süden. Da, wo es dann wahrscheinlich auch nach Nilfgaard geht, wo die Leute, wo der Wein nach Nilfgaard transportiert worden wäre. Hier so in der Richtung. Da muss irgendwo was sein. Also drei Sachen sind hier ja noch, die ich mir ganz gerne angucken würde. Eins davon sollte hier irgendwo sein. Das da vorne, so wie es aussieht. Ein versteckter Schatz. Huch. Oh, da sind Leute. Und das sind natürlich Banditen. Wer hätte es gedacht? Und zack, daneben ist da ein Bogenschütze dabei. Das sieht nicht so aus. Und zack. Ist da was? Dann kriegt er das Art ab. Schön, alle umgehauen. So, Nummer 1 erledigt. Nummer 2 erledigt. Ich habe erstmal die erledigt. Die ist schon fast tot waren. So, jetzt will ich mal kurz schauen. Ich kann den jetzt theoretisch genau mit dem Konter töten. Sehr schön. Sehr schön, gleich wieder gekontert. Dann gibt es eine Art für euch beide. Dann erledigen wir den Banditen schnell. Komm her, du kriegst eine Axi ab. Und tschüss. So, wäre das auch erledigt. Sehr schön. Alter, die haben immer zu essen dabei. Man wird hier echt, also Hunger werden wir keinen mehr haben müssen, glaube ich, wenn wir hier so ein paar Banditen töten. Die sind echt ordentlich dabei. Pilze vor allem, einen Haufen, ey. So, dann gucken wir mal. Ach, guck mal, da ist schon wieder ein Erhängter. Ich hoffe mal, das kommt nicht wieder zur Erscheinung jetzt. Erscheinungen sind meist immer relativ, naja, aber okay. Ach, bei dir ist gar nicht. Ich war jetzt so davon ausgegangen, dass hier der versteckte Schatz ist beim Erhängten, aber der wurde wahrscheinlich diesmal einfach nur erhängt. Wo ist er denn, ist die Frage. Ach, hier. Befehl von Graubil Pellegrin und Schlüssel des Gärtners.
Pustet diesen Pisser Quail das Licht aus. Der Arschsack versucht uns umzubringen. Die Karawane war diesmal bis an die Zähne bewaffnet. Er hat seine schwarzen Kumpels bei der Botschaft bestochen, da bin ich sicher. Natürlich haben wir trotzdem die meisten umgebracht, aber es sind auch ein paar unserer Männer draufgegangen. Quail will es uns besorgen? Besorgen wir es ihm. Schnappt ihn, röstet ihm die Füße und findet heraus, wo sein Anteil von den Beutezügen ist. Er kann ja nicht alles beim Gewinn verzockt haben. Wenn ihr das habt, lasst ihr ihn den finsteren Fandango tanzen. Was ist denn der finstere Fandango? Und Quail ist doch dann... Ach, guck mal, da sehe ich doch schon was. Ah, das ist es schon. Tagebuch von Quail, dem Gärtner. Quail, hat er nicht was von seinen Nilfgaardern vorher gesagt? Naja. 21. Also, als wir vorhin die Nachricht gekriegt haben, Quail seine Nilfgaarder. Na, wer weiß. 21. Tag im Dienst. Götter, ist das öde. Hier gibt es wirklich gar nichts zu tun. Eine kurze Morgenrunde reicht, um alle Pflanzen zu gießen. Das Blumenbeet vor der Botschaft braucht auch nicht viel Pflege. Und so geht es Tag für Tag. Vielleicht schaue ich heute in Saint Sebastian vorbei. Spiele ein Ründchen Gwind. Das ist also im Prinzip der Typ, der die Nilfgaarder und ihre Weine verraten hat. Ich hasse Gwind. Ich habe einen Monatslohn verloren. Eigentlich auch den nächsten. Jetzt habe ich Schulden bei diesem Graubiel Pelegrin. Der versteht von so, bei sowas keinen Spaß. Ich muss irgendwie ein paar Florin zusammenkratzen, sonst geht das übel für mich aus. 24. Tag im Dienst. Ich habe gehört, wie der Botschafter seinem Sekretär Anweisungen gegeben hat. In den nächsten Tagen schicken sie einen Weintransport für den kaiserlichen Hof zusammen mit nicht genutzten operativen Ressourcen. Ich schätze, damit ist ein Sack voll Florin gemeint. Solche Informationen könnten einem Knaben aus dem richtigen Stadtteil ein Vermögen wert sein. Graubiel Pelegrin hat die Eskorte der Karawane geschlachtet und die Fracht geklaut. Er besaß die Stirn, mir ein volles Geldsäckel in die Botschaft zu bringen. Das sei mein Anteil. Ich spucke auf sein Geld, aber ich fürchte, ich werde es noch früh genug brauchen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Seit der alte Ralph tot ist, kauft ja doch niemand mehr Übertöpfe aus Holz. Seine Werkstatt ist das ideale Versteck. Graubiel hat mir aufgetragen, in der Botschaft die Augen nach der nächsten geplanten Karawane offen zu halten. Ganz beiläufig hat er hinzugefügt, dass der Wachkommandant sicher schockiert wäre, von meiner Rolle beim vorigen Überfall zu erfahren. Ich hatte die Route der Karawane aus dem Büro des Sekretärs gestohlen. Das war der Preis, den ich für meine idiotische Idee bezahlen musste, mit Graubiel Pelegrin zusammenzuarbeiten. Die Karawane ist aufgebrochen. Diesmal wird sie von Arnold Epp Blume eskortiert, dem Kommandanten der Botschaftswache. Graubiels Männer wissen nicht, dass ihnen ein Kampf gegen Elite-Soldaten bevorsteht. Wenn er es erfährt, wird es Zeit, von hier zu verschwinden. Ich müsste genügend Erspartes haben, um irgendwo weit, weit weg nochmal von vorne anzufangen. Mächt scheint mir ein gutes Ziel zu sein. Na, sieh mal einer an. Und so kommt im Endeffekt alles zusammen. Interessant. Sehr hübsch, dass das alles so zusammengehört quasi. Plötze ganz ruhig. Plötze ganz ruhig, sagte ich. So. Dann müssten wir jetzt im Prinzip den Teil hier haben, genau. Und dann, jetzt müssen wir ein bisschen zurück nach Norden und dann einmal rechts. Das ist wahrscheinlich dieses große Teil da, wo ich jetzt hin möchte. Teil kann man es auch nennen, wenn man möchte. Und gucken mal, was wir da finden können. Ich höre irgendwas. Irgendein komisches Geräusch. So, da zu der Burg. Ich hoffe mal, da sitzen nicht noch mehr Banditen. Sonst los müssen... geht's. So ist's gut. Ist das zu weit? Bin ich jetzt aus Versehen... Ah, okay. Nee, okay. Ja, ja, ja. Ich hatte mich gewundert... Ja, sorry. Tut mir ja leid. Ich bin zu weit. Hier ging es nach Nilfgaard. Wir wollen natürlich nicht weiter nach Nilfgaard. Ich bin den falschen Weg geritten. Erstmal ein Stück noch in Richtung Norden, hatte ich ja gesagt. Geralt wollte nicht so weit reiten jetzt, aber nun gut. Da hatte mich jetzt schon gewundert, was er meint mit los geht's, aber okay. So, hier müssen wir hoch. So, ich bin ja gespannt, was uns in dieser Festung da, in dieser Verfallenen erwartet. Ich würde ja fast tippen, Banditen, so viele wie hier sitzen. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Könnten eine ganze Menge sein. Wenn da welche sitzen. Ruinen komm, von Teshamutna. Mhm. Interessant. Was haben wir denn hier? Hier liegt etwas Böses in der Luft. Ich kann es riechen. Ja, das ist ja schön, Geralt. Sowas gefällt mir meist überhaupt nicht. Die Ruinen von Teshamutna. Aber keine Banditen. Sehr gut. Oren und Floren. Da ist irgendwo ein Eingang. Verbena.
Pferdehaut, gut, okay. Hier liegt echt was Böses in der Luft, meinst du? Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Irgendwas läuft hier gerade rum. Ach, guck mal. Das ist das Böse, was hier in der Luft liegt. Eine Todesfee. Hey, jetzt wissen wir auch wenigstens, wie die Viecher heißen. Die wir jetzt schon zweimal bekämpft haben. Die verdammten... Ach komm, ehrlich. Die verdammten Skelette beschwören können. So, kommen jetzt nicht Skelette normalerweise? Okay, dann halt nicht. Ich habe auch kein Problem damit, dass keine Skelette kommen, meine Gute. So, Quen wieder. Ich habe damit echt kein Problem. So, und tschüss. Sehr schön mitgenommen. Dann können wir mal ganz kurz gucken. Ui, hier ist ein Toter. Was hat der denn? Das Opfer ist ausgeweidet worden. Die Eingeweide wurden gezielt entfernt. Diese Leiche wurde von Platzern angefressen. Mehrfach. Von Platzern? Okay. Platzer sind ja aber keine Todesfeen, oder? Die Maritium. Ansonsten scheint hier echt nichts zu sein. Ich sehe auch nicht den Höhleneingang, um ganz ehrlich zu sein. Was haben wir denn da? Das Ding können wir auch untersuchen. Interessant, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Man kann es aber irgendwie nicht so richtig untersuchen. Kann man es umschmeißen? Kann man. Ach so, vielleicht... Nee, keine Ahnung, was es dann ist, um ehrlich zu sein. Warum es jetzt rot markiert wurde. Irgendwas höre ich hier doch. Ach, da fliegt wieder ein Gabelschwanz. Vielleicht ist da noch was, was wir finden können. Ein Gabelschwanz, der hier sein Unwesen treibt. Hey du, komm her. Komm her, Gabelschwänzchen. So, dann kommst du runter. So, das Schöne ist, mein Schwert war schon fast aufgeladen. Das heißt, das wird richtig einfach gerade. Weil das Schwert schon fast voll aufgeladen war. Daneben, das ist nicht so schön. Und das war's auch schon, sehr gut. Ja, aber ich glaube, da finden wir gerade nichts mehr. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Höhleneingang jetzt sein soll, um ehrlich zu sein. Aber interessant, da oben ist eine Ballista. Interessant, kommt man da hin? Würde mich jetzt nur mal interessieren. Ich glaube, da hoch komme ich nicht so einfach geklettert, oder? Das wird, glaube ich, nichts. Nee, schade eigentlich. Na gut. Naja, wer weiß. Eine weitere Ruine. Und jetzt wollen wir im Prinzip noch... in die Richtung war das. Ganz ruhig, Geralt. Das würde ich mir gerne noch angucken. Hier soll doch irgendwo ein Weg abgehen. Ja, keine Ahnung, was es mit dieser Höhle auf sich hat. Hier soll irgendwo eine Höhle sein. Und der wurde von Platzern angegriffen. Das heißt, hier soll noch irgendwo Platzer sein. Ist die Höhle vielleicht noch ein Stockwerk tiefer? Also höher glaube ich nicht. Es könnte höchstens... Ach, da hoch. Kommt man da hoch? Aber das ist ja eigentlich nicht das Zeichen der Höhle. Und... Hepp. Ja, man kann vielleicht hochklettern, aber ich bezweifle, dass sich das jetzt wirklich lohnt. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, machen wir weiter. Ich gucke nochmal ganz kurz unten, ob ich da eine Höhle finde. Aber es sieht eigentlich nicht so wirklich danach aus. Hier sind ja überall Felsen. Nee, hier ist keine Höhle, keine Ahnung. Wer weiß. So, dann wollen wir diesen Weg entlang. Ist die große Frage. Ja, diesen Weg noch entlang. Können wir fast laufen. Brauchen wir gar nicht Plötze groß. Aber ich meine, Plötze will ja auch mitkommen, ne? Wo bist du denn? Ach, da. Du stellst dich immer an die komischsten Orte, weißt du das? Los, lauf! Meine mal ehrlich. Warum stellst du dich immer dahin, wo man dich eigentlich nicht gebrauchen kann? Irgendwo auf einem Felsen. Naja, gut, schauen wir mal. Huch. Fahrender Ritter. Na gut, okay. So, wo ist denn jetzt aber das, wo ich hin wollte? Ist es das hier? Ist das dieses Feld hier? Ah ja, gucke. Los, los. Verlassenes Lagerhaus im Karoberta-Wald.
Gucken wir uns das doch mal noch ein bisschen genauer an. Huch. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Abgeschlossen natürlich. Was auch sonst. Mhm. Was haben wir denn da unten? Auch nichts. Kann ich da vielleicht rein? Nö, alles abgeschlossen. Okay, das hier ist einfach ein verlassenes Gebiet. Schade eigentlich, sieht echt hübsch aus hier. Muss man mal ganz klar sagen. Hier ist auch, irgendwie ist hier aber was komisch mit der Bildgebung, ey. Muss ich mal sagen. Ein bisschen seltsam ist es ja schon. Hm, na gut, okay. Irgendwas ist komisch mit der Bildgebung hier, wenn man hier durchläuft. Ja, keine Ahnung, was das ist. Na gut, dann würde ich aber sagen, es wundert irgendwie, es ist total komisch. Dann würde ich aber sagen, soll es das von dieser Folge gewesen sein. Und in der nächsten werden wir uns, ja, mal aufmachen hier in dieses große Gebiet und mal schauen, was wir da so finden können und ja, was es aus dem Bild geworden ist, dass wir im Prinzip beziehungsweise, dass der Typ von der Safari anfertigen wollte. So, aber das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin. Ciao.